Aus Sicht von Flüchtlingen ist Sachsen nicht unbedingt die beliebteste Region in Deutschland. Viele gehen ganz offenbar weg, nachdem sie hier offiziell als Flüchtlinge anerkannt wurden. Und sie beantragen Hartz IV in anderen Bundesländern. Aber zugleich kassieren die Landkreise in Sachsen noch immer Geld für die Flüchtlinge vom Bund. Und deshalb will vor allem Nordrhein-Westfalen die Geflohenen jetzt wieder zurückschicken nach Sachsen. In Gelsenkirchen demonstrieren vor allem Syrer gegen ihre drohende Abschiebung zurück nach Ostdeutschland, wo viele von ihnen anerkannt wurden. Die neue Wohnsitzauflage, die auch rückwirkend gilt, ermöglicht der Stadt die Zustellung solcher Rückführungsbescheide. Wir haben nicht genügend Kindergärten, wir haben nicht genügend Schulen. Wir können diese Menschen nicht unterbringen. Wir können sie nicht so intensiv betreuen, wie wir es gerne wünschen und wie es auch eigentlich notwendig ist. Die Stadt kennt die exakten Zahlen. Von der Rückführung betroffen wären 1.890 Flüchtlinge. Wie viele hingegen aus Sachsen fortgezogen sind, scheint unklar. Die Anzahl der Asylbewerber, die Sachsen verlassen haben, ist statistisch nicht erfasst. Ich selbst versuche schon seit vielen Monaten aussagefähige Zahlen zu bekommen. Also wie viele Flüchtlinge tatsächlich im SGB-II-Bereich hier in Sachsen sich aufhalten, ist außerordentlich schwierig. Da könnte man zunächst vermuten, dass es ein Interesse daran gibt, diese Zahlen nicht zu veröffentlichen. Womöglich geht es ums Geld. Der Bund hat den Ländern Milliardenhilfen für die Unterbringung der Flüchtlinge zugesichert. Für die Anerkennungsverfahren werden Flüchtlinge nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder verteilt. Der gleiche Schlüssel gilt für die Bundesmittel. Ein Teil dieser Flüchtlinge wird abgelehnt, andere finden Jobs und versorgen sich selbst. Die übrigen müssen von den Kommunen untergebracht werden. Ziehen diese Flüchtlinge jedoch in ein anderes Bundesland, bleiben die Bundesmittel am Ursprungsort. Für Sachsen womöglich ein gutes Geschäft. Das ist sicher so. Wenn man Geld bekommt und keine Gegenleistung dafür erbringen muss, dann ist das für viele Kämmerer außerordentlich attraktiv. Das ist einer der Gründe, weshalb ich mich für ein gerechtes, anderes, modifiziertes Verteilsystem ausspreche. Wie groß der Anteil der Flüchtlinge ist, die Sachsen den Rücken gekehrt haben, dafür findet sich ein Anhaltspunkt im Jahresbericht des Ausländerbeauftragten. Während nämlich 5,1% der Flüchtlinge in Sachsen ihr Anerkennungsverfahren durchlaufen, absolvieren hier nur 1,9% Integrationskurse. Daraus ergäbe sich eine Abwanderungsquote von 62,7%. Aus dieser wiederum lässt sich errechnen, wie viel Sachsen für Flüchtlinge kassieren könnte, die längst abgewandert sind. Circa 83 Millionen Euro. Ich finde den Umstand, dass circa dann 80 Millionen vielleicht zu Unrecht an Sachsen ausgeteilt werden von den Bundesgeldern, das finde ich schon außerordentlich schwierig und darüber wird zu reden sein.